So, dann gucken wir doch mal. Benutze Fahnenmast mit Altarstein. Nichts passiert. Benutze Feuerzeug mit Fahnenmast. Das klappt so nicht. Benutze Haarnadel mit Fahnenmast. Das klappt so nicht. Benutze Seil mit Fahnenmast. Das klappt so nicht. Benutze Dichtungsband mit Fahnenmast. Das klappt so nicht. Benutze Golfschläger. Das klappt so nicht. Sauer. Benutze Fernbedienung. Das funktioniert hier nicht. Benutze Tröte. Nee. Benutze Kristallscherbe. Das klappt so nicht. Irgendwas fehlt. Wir müssen irgendeinen Spruch aufsagen oder das Wetter verändern oder irgendwas. Das ist jetzt unepisch. Nimm mal Fahnenmast. Scheint im Stein festzustecken. Okay, ich dachte, ich könnte im Inventar irgendwie noch verändern, vielleicht. Benutze Sushi im Glas mit Fahnenmast? Damit es nass wird? Nee. Wechsle zu Annie. Hast du irgendeine Idee? Benutze Buttermesser mit. Genau, Blutopfer. Benutze Buttermesser mit Fahnenmast. Drück Fahnenmast. Zieh Steinaltar. Drück Steinaltar. Schalt ein Steinaltar. Das klappt so nicht. Okay, wechsle zu Zack. Neuer Plan, wir fliegen jetzt nach Lima, Peru, wo der Vogel ist. Und gucken, was es damit auf sich hat. Einen blauen Kristall haben wir. Jo. Vielleicht finden wir da ja. Ne, kein Lima, Peru. Irgendwas Günstiges? 500. 800. Ich guck mal, von Miami aus nach Peru fliegen können. Wahrscheinlich eher nicht. Okay, dann fliegt nach Mexico City. Wie viel Geld hast du noch? Dun, 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 dun. 4500. Na, mal gucken. Wir haben auch noch ein Bermuda-Dreieck, wo wir hin müssen, theoretisch. So, und jetzt von hier aus nach Lima, Peru. Lima, Peru, ja. 700 Dollar. So. Angenehmen Flug später. So, jetzt durch den Dschungel. Hin zum Vogel. Ich glaube, es war einfach nur rechts gehen. Also hin zum Vogel, blauen Kristall mit Vogel benutzen, dann irgendwo hinfliegen und dann hoffentlich etwas finden, mit dem wir den. Diese gelben Kristallscherben zusammenfügen können. Und immer nach rechts gehen bringt nichts, weil. Ja, Tiger. Weil wir manchmal rechts rauskommen. Lalala. Oh, ja, sehr schön. So, benutze Rotkrum mit Futterplatz. Benutze blauer Kristall mit Vogel, der gleich landet. Mit Vogel. Das hatten wir schon mal gemacht, aber da hatten wir keine Einführung vom Guru bekommen, wie das funktioniert. Hey, ich kann ja richtig viel machen. Flieg. Oh, das sieht verdächtig aus. Flieg zur großen Schnitzerei. Flieg rechtes Auge. Ah, da ist das Ding, was wir brauchen für die Maschine. Nimm Kandelabra. Das ist zu schwer. Benutze Plattform. Das klappt so nicht. Wie kriegen wir Zack hier hin, dass er die Sache aufheben kann?
Schriftrolle. Öffne Schriftrolle. Nimm Schriftrolle. Ja. Lies Schriftrolle. Ich kann es nicht lesen, es ist einer bizarren Sprache. Ah ja, es ist wahrscheinlich genau das, was wir jetzt gerade in London brauchen. Also in Stonehenge. Die Schriftrolle können wir auch mitnehmen, das ist gut. Und hier drin, den Candelabra, den werden wir rausholen können, sobald wir mit den Teleporter-Pads teleportieren können. Benutze. Oh oh. Wach auf! Oh oh. Yeah, okay. Wir sind immer noch ein Vogel, oder? Danke fürs Artefakt. Bis bald. Klack. Und weg ist er. So, sind wir jetzt im Vogel oder sind wir im Zack? Wechsel zu... Ne, sind wir nicht. Okay, F5. Also, wechsel zu Zack, F5. Spielladen. Weil, wir könnten jetzt aus der Maschine befreit werden. Dann müssten wir von oben in das Loch runterspringen, also von unserer Wohnung ins Loch runterspringen, unsere Sachen wiederholen, Nasenbrille und Hut anziehen, an dem Typen vorbei, wieder zum Flugzeug, mit dem Flugzeug, zurück nach Lima, Peru, da wieder den blauen Kristall benutzen und so weiter und so weiter. Aber da wird das Geld einfach nicht reichen. Also lade Spiel E. Wir laufen von hier aus gleich weiter. So. Benutze Ticketautomat. Kathmandu, Nepal. Das ist falsch, das ist der Jack. Ich flieg mal nach San Francisco. Auch wenn das ein Ticken teurer ist. Aber dann gehen wir in unsere Wohnung. Da. Gehen wir in unsere Wohnung und lassen das Seil bei den Brettern runter. Damit, falls wir mal gefangen genommen werden und Annie uns befreien muss, dass sie dann von oben in das Loch rein kann. Dum, 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 dahin. Hier ganz hinten hin. Wo ist das Seil? Da ist das Seil. Komm, dahin. Benutze Seil mit Loch. Oh, eine Nachricht auf den Anrufbeantworter. Benutze Anrufbeantworter. Deine Mutter, warum rufst du mich nicht an? Gut, wir können die Tür jetzt nicht mehr öffnen, richtig? Ich nehme erst das Seil ab. Nee, 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 nee. Benutze Seil mit Tür. Zieh an Nasenbrille. Zieh an Hut. Gehe zu Seil. Jetzt schleichen wir uns an dem Typen wieder vorbei. So. Hier links dürfte hier nichts drin sein, genau. Einfach raus. Lalala. Öffnentür. Bis bald. Bis bald. So. Und jetzt kann... was passiert, wenn Annie jetzt die Tür öffnet zum Schlafzimmer? Hat sie denn das Seil in der Hand oder fällt das Seil runter? Das ist auch noch so ein Denkfehler. Ja, warte. Spielladen. E. Gott verdammt mich. Gib Seil zu Annie. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Geh zu Wachposten. Jetzt fliegt Zack. Zack zieht gleich die Nasenbrille und ruft wieder an. Zieh an Nasenbrille. Zieh an Hut.
Weil wenn denn ein Alien kommt, dann wird er einem nur die Kristalle abnehmen. Und wird dann nicht in die Verdünnungsmaschine schicken, glaube ich. So. Wir würden gerne nach Mexiko. Okay. Von Mexiko würden wir gerne nach Lima, Peru. Und dann beeilen wir uns mit dem Vogel. Wir fliegen sofort zum linken Auge, bringen sofort die Schriftrolle zurück zu Zack. Machen dann Gieb-Schriftrolle zu Zack. Und dann hauen wir ab, so schnell es geht. So, Lima, Peru gleich Vogel laut meinem Zettel. Flieg. Da lang. So. Jetzt durch den komischen Dschungel wieder. Wo ich rechts gegangen bin, dann... Ja, komm, einfach random irgendwo lang gehen. Ne, warte mal, rechts, da kommen wir gleich... Was? Hoffnungslos verlaufen, ja. Ah, oder so. Benutze Brotkrumen mit Futterplatz. Benutze blauer Kristall mit... Mal komm her. Mit Vogel. Fliegt zu komischer Schnitzerei. Fliegt zu linker Auge. Nimm Schriftrolle. Komm, beeil dich. Fliegfenster. Fliegtal. Dahin. Gib Schriftrolle zu Zack. Komm, 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 komm. So, zu Zack. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Uff, ja. Das war vielleicht ein Erlebnis. Das glaube ich dir gerne. Trotzdem müssen wir schnell stecken. Reporter hält Spatzenhirn, nachdem er Verstand mit Vogel tauscht. Schöne Schlagzeile, aber wir müssen trotzdem laufen. Das Alienviech müsste jetzt aber bei dem Vogelplatz auftauchen, richtig? Nicht hier bei uns im Dschungel? Ich denke schon. Einfach laufen. Einfach laufen, nicht stehen bleiben. Jo. Achso, die Schriftrolle. Lies Schriftrolle. Bizarren Sprache. Ah, ich habe einen Verdacht. Ah, das ist Alien. Hallo. Slorfik, hab ihn verpasst. Mhm, hast du. So, ich speichere jetzt ab. Speichere unter F. Weil ich habe den Verdacht, wenn ich jetzt damit nach London zurückfliege... wird es keiner lesen können. Oh doch, Annie vielleicht. Annie ist ja klug und so. Mexiko? Ah, wenn Annie das nicht lesen kann, dann müssen wir vielleicht erstmal irgendwo anders damit hin. Und wenn wir irgendwo anders damit hinfliegen müssen, dann geht das gleich nicht mehr, weil unsere Cashcard gleich leer ist. Lease Cashcard. $3000. Wir würden gerne nach London. $2200. Oh oh. Und wir sind nicht mal wirklich viel sinnlos hin und her geflogen. Weil wir haben ja extra schon recht häufig neu geladen, nur um das zu vermeiden. Also das ist echt ein bisschen krass bei dem Spiel, aber na gut. Gehe zu Stonehenge. Gib Schriftrolle zu Annie. Hm, das ist sehr alt. Darauf steht etwas geschrieben. Ja, richtig. Benutze Farnmast mit Altar. So, geh du in Deckung. Wechsle zu Annie. Gehe dahin. Lies Schriftrolle. Es ist nicht einfach. Einen Moment. Aber sie kann es anscheinend. Es sind Worte der Macht.
Genick, Sisi, wie? Bam. Jackpot. Der Kristall ist wieder heil und die Schriftrolle verbrannte. Okay. Release Cashcard. 4581. Ich glaube, ihr beiden tauscht gleich mal Cashcards. Wechsle zu, zack. Nimm gelber Kristall. Nimm Fahnenmast. Steckt im Stein fest. Okay, raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Gehe zu Flughafen.